Ärger in der Rochusgasse 3-5. Die Mieter dieses offensichtlich desolaten Gemeindebaus fühlen sich im Stich gelassen. Risse und Schimmel in den Wohnungen und abbröckelnde Substanz, wo immer man hinschaut. Die meisten Mieter melden sich anonym zu Wort. Der Beton muss schon ziemlich morsch sein, wenn also Brocken runterfallen und so viel Wasser dauernd durchsickert, dass sogar Eiszapfen runterhängen. Teile der Fassade fielen bereits auf den Gehsteig. Es ist ein Stück von da oben runtergekracht. Also bei der Schneiderei. Ja. Auch diese schweren Betonplatten sind laut verschiedener Gutachten absturzgefährdet. Wenn die 6 Stockwerke tief fallen, hilft auch dieses Holzgerüst nichts mehr. Das übrigens schon das 2. Jahr steht, teuer war und ebenfalls für Probleme sorgt. Ich meine, es ist doch ein Schandfleck, das Gerüst steht jetzt seit einem Jahr. Das haben wir auch zahlen müssen. Nicht nur, dass das auf unsere Kosten geht, das Gerüst, es wird auch nichts gemacht. 26.000 Euro hat uns das Gerüst gekostet fürs Haus. 26.000 Euro. Beim Friseur im Erdgeschoss gibt's ebenfalls laufend Reparaturkosten, Ärger und weniger Kundschaft. Es ist in erster Linie eine Geschäftsstörung, weil es ja komplett zugehängt ist. Dann, rundherum kracht alles, bricht alles auseinander. Einbruch habe ich gehabt, nachdem es ja sehr verlockend ist. Ne? Wenn sich da Auto herstellt, sieht man das ganze Geschäft nicht mehr. Mit der Barrikade, die Blumen gehen, mal ein finster ist. Ich brauche zusätzliche Beleuchtung schon, seit das Gerüst steht jetzt das 2. Jahr da. Ne? Ich habe ja eigentlich das Gefühl, dass es deswegen noch nicht saniert ist, weil die vielleicht gar nicht wissen, wie man das am gescheitesten machen soll. Y'all gonna make me lose my mind up in here.